will predigen über den Taufvers von der Nora, aber das heißt nicht, dass es nur für die Nora ist, ja? Und wir hatten den Taufvers von der Nora gehört. Die Einladung Jesu: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Aber ich möchte ein bisschen weitergehen im Kontext und lese mal ein Vers vorher und ein Vers nachher noch dazu. Also Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ich möchte vielleicht, bevor ich auf den Sinn der Worte Jesu eingehe, vielleicht nochmal klarstellen: der da einlädt, das ist der Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der aber auch auferstanden ist und er lebt. Er lebt und er ist real. Man kann ihn kennenlernen und man kann seine Kraft real erfahren. Und wenn er etwas verspricht, er hält es. Wir haben jetzt hier nichts zu tun mit irgendeiner christlichen Moral oder irgendwas. Es ist der lebendige, der auferstandene Herr Jesus, der uns hier einlädt. Ich komme ja aus einem atheistischen Elternhaus, genau wie euer Pastor. Das haben wir gemeinsam. Nur, dass bei mir ein bisschen länger her ist, dass ich zum Glauben kam. Aber ich komme nicht nur aus einem atheistischen Elternhaus, sondern in Ostdeutschland, in Hoyerswerda, in einer extrem atheistischen Stadt aufgewachsen. Ich hatte noch nicht mehr Verwandte, die irgendwie Christen oder irgendwie wenigstens irgendwie religiös waren. Nichts. Und ich will die Geschichte nicht erzählen, das wäre zu lang, aber aus dem hat Jesus mich rausgeholt, und seit dem Tag, wo es mir offenbar geworden ist, dass er wirklich lebt. Ich habe oft Glaubenszweifel gehabt, jetzt mal in dem Sinne, ob Gott immer noch Geduld mit mir haben kann ob ich nicht vielleicht zu sehr versagt habe als Christ. Solche Sachen bin ich durchgegangen. Aber Zweifel, dass Jesus lebt, dass Jesus real ist, habe ich seit diesem Tag nie gehabt. Und ich glaube, dir geht es genauso, oder? Und da muss man aufpassen, weil auch als Christen, selbst wenn wir es wissen, ist es so einfach, in eine religiöse Maschinerie reinzugeraten. Und da völlig egal, ob die katholisch oder evangelisch oder evangelikal oder charismatisch ist. Es ist ganz einfach, dass man in irgendeine Maschinerie reingerät, wo man, ja, wo man ganz viele Themen dann redet und so. Aber eigentlich ist Jesus in dem Ganzen nicht wirklich real. Aber es ist er, der einlädt zu einer lebendigen Beziehung. Und wen lädt er ein? Die Mühseligen und Beladenen. Nun fühlen sich nicht alle Leute in gleichem Maße mühselig und beladen. Ich kann also meine Verwandten fragen, allesamt Atheisten, und die meisten von denen werden sagen, ich lebe eigentlich ganz glücklich. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Verwandten ist, aber wenn jemand denkt, also, dass einer, der Atheist ist und Jesus nicht kennt, muss von vornherein unglücklich sein, das ist Blödsinn. Nicht alle fühlen sich im gleichen Maße mühselig und beladen, aber ich habe Leute erlebt, die ein glückliches Leben hatten, bevor sie Jesus kennenlernten oder sich glücklich fühlten, und die dann eigentlich erst, als sie Jesus kennengelernt haben, dann Zeugnis gegeben haben, was für eine Last sie gespürt haben, die von ihnen abgefallen ist. Jesus redet hier nicht einfach nur zu einer Gruppe, die sich irgendwie schlecht fühlen. Das Evangelium ist nicht nur für Leute da, die sich schlecht fühlen. Müssen wir auch lernen, Leute zu evangelisieren, die sich gut fühlen.
Stell dir mal vor, da sind Paulus und Silas, die sagten den Leuten, ich habe vergessen wo, aber das ist egal. Aber die sagten mal den Leuten, also Gott hat sich bezeugt, indem die Sonne scheint und er es regnen lässt und er Freude gibt in unsere Herzen. Das hat er zu Leuten gesagt, die hatten überhaupt keine Ahnung von Jesus. Da hat er gesagt, dass Gott sich auch denen, die ihn nicht kennen, dass er Zeugnis von sich gibt, indem er Freude in die Herzen gibt. Hat Paulus gesagt. Also Jesus wendet sich hier nicht einfach an eine Gruppe von Leuten, die sich unglücklich fühlen. Er wendet sich an alle, aber unterstellt mal allen Leuten, dass sie eigentlich im Vergleich zu dem, was er gibt, mühselig und beladen sind. Und das Leben ist an sich mühselig. Wir werden dauernd gezwungen, Entscheidungen zu treffen und das ist nicht immer einfach. Und wir müssen oftmals die Konsequenzen unserer Entscheidungen ertragen. Und manchmal waren unsere Entscheidungen so töricht, dass die Konsequenzen schwer zu ertragen sind. Wir können nicht wie Tiere leben, die einfach nur überleben. Wir müssen unser Leben führen. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir ihn anerkennen oder nicht, wir sind alle vor Gott verantwortlich dafür, wie wir unser Leben führen. Und alle müssen wir irgendwann vor Gott Rechenschaft ablegen darüber, wie wir unser Leben führen. Das wissen die meisten Leute zwar nicht, aber im Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat, tief im Inneren. Davon bin ich überzeugt, gibt es in jedem Menschen eine Ahnung, die man so vielleicht nicht aussprechen kann. Aber tief im Innern ist ein Zeugnis der Ewigkeit da. Deshalb haben die Leute so Angst vor dem Tod. Und das ist ein ernstzunehmendes Thema. Weil die Hölle ist real. Mag überraschend sein, ich hoffe, niemand steinigt mich, dass ich hier einfach mal die Hölle erwähne. Natürlich gibt es den Ort nicht, wo der Teufel und irgendwelche Dämonen, die aussehen wie Halloween, die Leute in irgendwelchen Kesseln kochen. Das ist natürlich Quatsch. Die Hölle, die kommt in der Bibel nur in Metaphern vor. Der Ort, wo der Wurm nicht stirbt, sagt Jesus, und das Feuer nicht erlischt, ist natürlich eine Metapher. Da gibt es keinen Wurm. Ja? Oder auch der Feuersee, das ist eine Metapher. Aber wenn Jesus mal nicht in Metaphern spricht, dann redet er einfach von draußen. Draußen. Außerhalb des Reiches Gottes, außerhalb der Gegenwart Gottes. Das ist furchtbar. Hier auf der Erde lebt ja keiner, der nicht irgendwie von Gott gesegnet ist. Und wenn er noch so sehr gegen Gott ist. Aber draußen, völlig weg, das ist dann tatsächlich die absolute Finsternis und die absolute Verzweiflung. Und da gibt es nur Freiwillige. Nur solche, die Gottes Heilsangebot nicht annehmen. Nur solche, die nicht mit ihm leben werden, wollen. Und das nehmen viele nicht ernst. Vielleicht kennt ihr den Witz von dem Politiker, der stirbt und dann wird ihm die Wahl gestellt. Also hören Sie, Sie können in den Himmel oder Sie können in die Hölle. So ist das natürlich nicht, aber in dem Witz ist es so, ja. Und der Politiker sagt, naja, ich weiß nicht. Na, wir können ja erstmal eine Führung machen. Und dann machen die eine Führung durch den Himmel und alles wahnsinnig toll. Und dann machen sie eine Führung durch die Hölle. Und die ist, da gibt es so viel Action in der Hölle, da geht so viel ab,
was ich die Fantasie so ausmalen mag, also die sündige Fantasie, dass der Politiker sagt, also ich nehme doch lieber die Hölle. Ja, dann schicken sie ihn in die Hölle und als er dann ankommt, in der Hölle, da ist das auf einmal alles ganz anders. Wirklich das Schlimmste und das für Ewigkeit. Und dann schreit er ganz verzweifelt, ja, was war denn das, was ihr mir gezeigt habt? Und da sagt der Teufel zu ihm, ja, wir waren im Wahlkampf. Und die Hölle ist im Wahlkampfmodus. Deshalb nehmen die, ja, und das, deshalb, es macht ja vielen sogar Spaß, werden Witze darüber gemacht, als wäre das ein Ort, wo man dann einfach fleißig so auf die Sau rauslassen kann und ja, Wahlkampfmodus. Aber in Wirklichkeit gibt es tief innerlich eine Angst. Und Jesus sagt, dass er diese Last abnehmen möchte. Er will ja von aller Schuld befreien. Dafür ist er ja gekommen. Dafür ist er ja Mensch geworden. Dafür ist er ja am Kreuz gestorben. Damit wir Vergebung erlangen. Und ob die Leute merken oder nicht, tief innerlich, es ist eine Last über ihn. Und das mit der Last ist ja, wenn Jesus sagt, meine Alternative ist mein Joch, dann merken wir, dass diese Last auch so eine Joch, so eine Art Joch ist, was die Leute in eine Richtung treibt. Und Jesus weiß, dass niemand wirklich Ruhe hat in seiner Seele. Und seine Einladung ist, ich will euch Ruhe geben. Das Wort Ruhe kommt hier in dem Text paar Mal vor. Ruhe in eurer Seele. Und er sagt dann auch, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Also das ist die Einladung. Wir reden viel von innerer Heilung, oder? Das ist immer so ein Thema. Seit Jahrzehnten ist das schon so ein Modethema, vor allen Dingen in charismatischen Kreisen, innere Heilung. Und was haben wir nicht alles über innere Heilung und was suchen wir nicht alles da? Und manchmal denken wir, da müssen ganz viele Schritte nötig sein und muss man ganz viel machen. Und eigentlich muss man da gar nicht ganz viel machen. Die innere Heilung ist ein Versprechen. Jesus sagt, also, wenn du zu mir kommst und mein Joch auf dich nimmst, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Dann musst du nicht durch 1000 Seminare extra gehen. Du musst nicht irgendwie dich verkrampfen, um irgendwann auf irgendeine Weise zu innerer Heilung zu kommen. Es ist eine notwendige Konsequenz, wenn du zu mir kommst, wenn du mein Joch auf dich nimmst, du wirst Ruhe finden für deine Seele. Und wie ist das mit dem Joch Jesu? Das klingt ja nun nicht einladend. Ihr seht da ein Joch auf den Ochsen, ja? Ein Joch ist ja dazu da, damit der Ochse gelenkt wird. Der geht dann nicht mehr da lang, wo er eigentlich will, sondern dahin, wo er gelenkt wird, ja? Und das klingt nicht sehr einladend mit dem Joch, weil das ist ja gerade das Wesen der Sünde, dass wir keinen haben, der über uns herrscht. Wir wollen keinen. Wir wollen unser Leben selber in die Hand nehmen. Das war ja die Lüge der Schlange. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Wow.
Dann war auf einmal die Frucht, von der manche meinen, es war ein Apfel, was Blödsinn ist, dann war auf einmal die Frucht attraktiv. Aber Jesus spricht hier die Einladung aus. Erstens, komm zu mir und zweitens, nimm mein Joch auf dich. Also zuerst mal müssen wir zu ihm kommen. Erst einmal müssen wir ihn kennenlernen. Aber dann geht es auch darum, nimm mein Joch auf dich. Also das heißt, dass wir uns ihm unterstellen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Dass es ab jetzt nicht mehr nach meinem Willen geht, nicht mehr nach deinem Willen geht, sondern nach seinem Willen. Und das bedeutet natürlich, dass wir lernen, ihm so zu vertrauen, dass wir ihm nicht nur vertrauen, dass er uns liebt, und so, sondern dass wir ihm wirklich auch so vertrauen, dass wir anerkennen, dass sein Wille ist besser. Auch für mich als der eigene Wille. Und aus diesem Vertrauen heraus bin ich gehorsam. Aus diesem Vertrauen heraus bin ich ihm treu. Aus diesem Vertrauen heraus will ich eben, dass mein Leben sich ändert und dass sein Charakter sich in mir verwirklicht. Damit ich so lieben kann, wie er liebt. Damit sein Wille sich in meinem Leben erfüllt. Aus diesem Vertrauen heraus treffe ich meine Entscheidungen im Gebet. Weil ich will nicht einfach nur das, was irgendwie mir gut erscheint, sondern ich will ja in meinem Leben seinen Willen tun. Und das ist eine Dimension dieses Jochs, was nicht er uns auferlegt, sondern was wir auf uns nehmen. Dieses Vertrauen, was uns dazu anspornt, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens seinen Willen suchen, dann wollen wir natürlich nicht mehr einfach weiter sündigen. Dann wollen wir natürlich Dinge, von denen wir wissen, dass sie Jesus nicht gefallen, einfach weiter tun. Dann wollen wir davon los. Dann wollen wir lernen, den schwierigen Nachbarn zu lieben. Dann wollen wir lernen, zu vergeben. Das kommt aber nicht aus einer Einstellung, sagen wir mal, oh, mein Gott, ich muss. Nein, es kommt aus einem Vertrauen heraus. Leute, das ist keine Religion. Aber dieses Joch hat noch mehr Dimensionen. Es ist, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann glauben wir ihm, dass unser Leben in seiner Hand ist. Er gibt also ein Wort, das ist ganz schwierig zu erklären. Das ist die Souveränität Gottes. Gott ist souverän. Fragt mich nicht nach einer wirklichen Definition. Ich habe lange genug Theologie studiert, um das aufzugeben. Aber wenn wir glauben, dass Gott souverän ist, dann glauben wir, dass in allen Bereichen unseres Lebens, wenn wir ihm vertrauen, sich irgendwie doch sein Wille realisiert. Weil Gott souverän ist, können wir glauben, dass denen, die Gott lieben, wie Römer 8, Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge? Du mir überlegt, was das heißt, alle Dinge? Der Paulus, der das geschrieben hat, der ist gesteinigt worden, der hat ein paar Mal Schiffbruch erlitten, der hat Hunger leiden müssen und Durst leiden müssen, der hat was durchgemacht, der Mann. Der war jahrelang im Gefängnis, am Ende haben sie ihn hingerichtet. Also der Mann hat was durchgemacht. Das hat keiner geschrieben, der irgendwie ein einfaches Leben hatte. Das hat einer geschrieben, der viel Leid und viel Schmerz erfahren hat.
Und er sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, die guten, aber auch die schmerzhaften, zum Besten dienen. Können Sie sich vorstellen, wie Ihr Leben aussehe, welche Ruhe in Ihrem Herzen wäre, wenn Sie davon wirklich überzeugt wären? Dann hätte man keine Angst. Das ist ja nicht nur für die Gegenwart. Das ist ja auch für die Zukunft. Sind wir uns einig, dass eins der schlimmsten Jochs, die viele Menschen haben, Angst ist? Ich war ja erschüttert, als ich letztens festgestellt habe, dass oft in der Bestsellerliste des Spiegels ein Buch ist mit dem Titel »Wie man einen Atomkrieg überlebt«. Wenn dieses Buch viel verkauft wird, dann ist das doch ein Symptom, dass wirklich Angst da ist. Ich kenne jetzt nicht Ihre Ängste. Ich weiß, dass Jugendliche, also bei Jugendlichen ist die Angst groß, sich zu blamieren. Die Angst groß, auf einmal nicht mehr cool zu sein. Die Angst, von Freunden verraten zu werden. Bei Müttern drehen sich die Ängste mehr um die Kinder, ja? Ich kenne Ihre Ängste nicht. Ich will auch nicht unterstellen, dass alle hier Angst haben, aber ich habe in der Seelsorge, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn das Thema auf Ängste kommt, manchmal habe ich mich so hilflos gefühlt. Wenn jemand kommt, der unter einer Angst leidet, wie besiegt man die Angst? Man kann argumentieren, dass das, wovor man Angst hat, wird ja nicht passieren. Aber Leute, es gibt sogar Leute, die gewinnen einen Sechser im Lotto. Das ist so unwahrscheinlich, aber es passiert. Und du kannst leider jemanden, der Angst hat für irgendwas, leider nicht garantieren, dass das, wovor er Angst hat, wirklich nicht passiert. Du kannst es nicht garantieren. Bin dann im Laufe der Jahre dazu gekommen, dass Angst offenbar davon lebt, dass das, wovor man Angst hat, einem als so total schlimm erscheint. Aber jetzt lade ich dich mal ein. Diejenigen, die irgendeine Angst haben. Stell dir mal vor, das Schlimmste, was du fürchtest, passiert. Aber wenn es passiert, ist Jesus mit dir und trägt dich. Alles Leid, was dir in der Zukunft passieren kann, ist auch unter der Prämisse, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn wir Jesu Joch auf uns nehmen, dann erkennen wir seine Souveränität auch für die Zukunft an. Jetzt ist mein Leben in seiner Hand, in Zukunft auch. Und das gilt übrigens auch für die Vergangenheit. Manche sind durch ganz schlimme Erfahrungen gegangen. Und manche dieser Dinge sind wie ein Joch, die prägen. Wenn man einmal
eine wirklich starke Erfahrung gemacht hat, dass das Vertrauen missbraucht wurde, ist es danach schwierig zu vertrauen. Stimmt's? Und ich habe festgestellt, dass manche Leute von Dingen sehr schwer loskommen. Wir haben gebetet, sie haben Vergebung erklärt und alles. Und trotzdem kommt das immer wieder. Aber ich denke mal, wenn du dich dem Joch Jesu unterstellt hast und dein Leben ist in Gottes Hand, ist in Jesu Hand, dann ist auch deine Vergangenheit in Jesu Hand. Und dann ist es irgendwann an der Zeit, die Dinge, die besonders schmerzhaft waren, aus seiner Hand neu zu nehmen. Ich habe vor vielen Jahren, das war, als ich Dorothee kennenlernte, habe ich einen holländischen Seelsorger kennengelernt, der hieß Willem van Dam. Und auf Kirchenwochen, das waren so Freizeiten in Ostdeutschland, so charismatische Freizeiten, da habe ich den zweimal erlebt. Und der Mann, aus irgendeinem Grunde, den ich nicht wusste, ich war ein ganz junger Christ, hat er mich zu seinen Diensten dazugenommen. Der hat mich eingeladen, wenn der Leute ministriert hat, hat er mich eingeladen, dass ich zuschauen kann. Wie hat er das gemacht? Der hatte einfach eine prophetische Gabe. Die Leute haben dem gar nicht erzählt, was sie für Probleme hatten. Der hat prophetisch, hat Gott ihm offenbart, wo die durchgegangen sind. Dann hat er denen die Hände aufgelegt, hat prophetisch die Situation genau beschrieben. Also zum Beispiel ein Missbrauch oder so, oder irgendwas. Hat prophetisch die Situation genau beschrieben. Die Leute lösten sich natürlich dann in Tränen auf, also dann kam alles hoch. Und dann führte er Jesus ein. Dann kam in die Beschreibung der Situation Jesus hinein. Und er beschrieb, wie Jesus da war. Und wie Jesus die Person in dem allen trotzdem gehalten hat. Und dann waren Leute nach so einer Seelsorge, nach so einem Dienst, waren die auf einmal total verändert. Und ich habe immer gehofft, dass der mich deshalb dazu holt, damit ich die gleiche Gabe empfange. Was würde ich drum geben, wenn ich auch einfach die Hände auflege und könnte das genauso machen? Ich habe das immer gewollt und hat mich immer gegrämt, dass ich das nicht. Und habe mich gefragt, ja, warum hat er mich dann dazu genommen? Warum sollte ich das dann alles sehen? Was war dann der Sinn in dem? Aber ich glaube jetzt, ich glaube wirklich, der hat mich dazu genommen, weil das mit dem Prophetischen war ja nur eine Hilfe. Das war eine Glaubenshilfe, aber der eigentliche Knackpunkt, weshalb die Leute heil wurden, war, dass die erkannt haben, dass in dieser Situation, also wirklich drastische Sachen, ja, zum Teil, dass die erkannt haben, dass in dieser Situation auch Jesus da war. Und dass die das auf einmal wie aus Gottes Hand nehmen konnten. Das ist nicht so einfach. Stimmt's? Aber das ist einer, ich sage nicht der, aber einer der Schlüssel für innere Heilung. Also das Joch Jesus für die Gegenwart ist aber auch für die Zukunft, also für die Vergangenheit. Unser ganzes Leben, unser gegenwärtiges, zukünftiges und Vergangenes, alles legen wir in seine Hand. Und er vergibt uns unsere Schuld
Er heilt unsere Seele, er gibt uns Ruhe in unserer Seele. Und gestaltet uns um. Als wir es aus eigener Kraft versucht haben, hat es nicht geklappt. Jesus hat ja nicht nur die Beladenen eingeladen, er hat auch die Mühseligen eingeladen. Und ich glaube, da hat er an die gedacht, die religiös waren. Die irgendwie wussten, wie man als Christ oder damals als Jude zu leben hat. Die wussten genau, was man darf und was man nicht darf. Und dann haben sie versucht, das aus eigener Kraft irgendwie hinzukriegen. Und es hat nicht hingehauen. Aber wenn wir unser Leben Jesus unterstellen, dann kommen wir nicht unter einen Druck des Gesetzes, unter einem Druck von lauter Regeln, sondern dann kommen wir unter die Gnade. Sein Joch ist Gnade. Sein Joch ist Gnade. Und es ist sehr interessant, dass Jesus fortsetzt. Also wir sollen erst zu ihm kommen, sollen sein Joch auf uns nehmen. Deshalb haben die Leute sich heute taufen lassen. Das war im Grunde genommen auch ein Zeichen. Ab jetzt lebe ich unter der Herrschaft Jesu. Aber dann geht es weiter. Er sagt, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Seien wir doch mal ehrlich, Leute. Was ist das Hindernis, weshalb es so schwer ist, das Joch Jesu auf uns zu nehmen? Zwei Dinge. Störrigkeit und Stolz. Störrigkeit, ich sag Störrigkeit anstatt Rebellion, ihr kennt einen störrischen Esel. Ja? Und wir sind manchmal störrische Esel. Störrigkeit oder Rebellion meine ich, wir wollen gern, dass es nach unserem Willen läuft, dass es nach unseren Regeln läuft, dass es ja, nach unseren Maßgaben läuft. Das ist in uns drin, tief drin. Und Stolz, wir wollen selber als die Großen dastehen. Leute, die Gnade Gottes ist zutiefst demütigend, weil dann stehen wir eben nicht wir als die Großen da. Und da sagt Jesus was Schönes. Und er sagt, und lernt von mir. Das heißt, wir müssen nicht, das ist nicht eine Sache, die auf einmal passiert. Wir kommen, nehmen Jesu Joch auf uns und wow. Jetzt ist es geschafft. Jetzt fühlt sich die Seele leicht an und alles ist in Ordnung. Nun, es ist ein Lernprozess. Wir können das Joch Jesu, wir treffen einmal eine Grundentscheidung, ja, aber dann, damit sich das in unserem Leben wirklich realisiert, müssen wir lernen, sanftmütig, das ist das Gegenteil von rebellisch, und demütig, das ist das Gegenteil von stolz zu sein. Sanftmütig bedeutet eben, ja, gut lenkbar für Gott. Und demütig bedeutet eben, dass wir nicht groß dastehen wollen, sondern dass wir ihm die Ehre geben und aber auch unsere Identität als Gottes Kinder annehmen. Dass wir es von ihm nehmen. Eine Sache ist, wenn du Anerkennung suchst, andere Sache ist, wenn Gott dir eine neue Identität und eine neue Würde gibt. Ja. Und das lernen wir von Jesus. Das lernen wir von Jesus, ja, weil Jesus ist Vorbild, aber das ist nicht alles. Wir lernen es von Jesus, weil Jesus es uns lehrt. Wir lernen von Jesus, weil Jesus unser Lehrer ist. Und er ist das ganz Praktische. Er hatte doch gesagt, Jesus lebt. Und durch seinen Heiligen Geist lehrt er uns. Er lehrt uns, er benutzt sein Wort dafür, er benutzt hoffentlich diese Predigt heute dafür. Ja? Und er lehrt uns, er führt uns auch in Situationen, wo wir herausgefordert sind. Er gibt uns seinen Geist.
Er gestaltet uns um und verwirklicht seinen Charakter in uns. Das ist nicht ein Lernen so wie im akademischen Bereich. Hier lernen wir nicht irgendwelches theoretisches Wissen. Hier lernen wir leben. Und Jesus lehrt uns nicht im Sinne von Informationsvermittlung. Er lehrt uns, indem er uns umgestaltet. Indem wir ihn immer besser kennenlernen. Letzten Endes ist das immer ein fortlaufender Prozess, Leute. Es ist nicht so, dass man einmal zu Jesus kommt, sein Joch auf sich nimmt und dann ein bisschen lernt und fertig. Sondern wir sind immer in dem drin. Die Einladung ist immer gültig, zu Jesus zu kommen, mit allem, was wir sind, mit allen Problemen, mit allem. Und uns seiner Herrschaft unterstellen, unser Leben ihm anvertrauen und lernen von ihm. Und das Versprechen Jesu ist, du wirst und unbedingt wirst du Ruhe finden für deine Seele. Lassen Sie mich schließen für eine, es gibt immer Leute, die alles irgendwie als eine Last verstehen. Und man kann auch das als eine Last verstehen. Man kann sich selber fragen, vielleicht glaube ich nicht richtig oder... Eigentlich sollte ich schon längst ruhiger sein, und irgendwie gelingt mir das nicht. Mach dir keinen Druck. Dir gelingt es nicht. Aber komm zu Jesus mit dieser Entscheidung. Komm zu Jesus mit deiner ganzen, mit deinem ganzen Unvermögen. Komm zu Jesus mit einem bisschen Glauben, was nicht mehr als ein Senfkorn ist. Und triff die Entscheidung, dein Leben ihm anzuvertrauen und immer neu und von ihm zu lernen. Und er macht das. Er macht das. Ihr seid alle prädestiniert, Ruhe für eure Seelen zu finden. Wirkliche Ruhe, wirklichen Frieden, wirkliches, erfülltes Leben. Amen.